Ja, servus Freunde, seid gegrüßt zu diesem kleinen kurzen Testvideo. Es soll kein Review werden, weil was gibt's da groß zu erzählen? Wir haben jetzt heute einmal hier die Black Lion Gear Sideguards vor uns. Das ist eine Firma aus den Niederlanden und wir haben einfach mal angefragt, ob wir von diesen Sideshields welche zum Testen bekommen, weil die sind speziell geformt und sollen wohl auch ein bisschen mehr abkönnen als diese Standarddinger, die man so kennt. Also es handelt sich quasi hier um eine, ja, wohl verbesserte Version von diesen Sideguards. Dazu komme ich aber gleich noch. Wir arbeiten ja ohne großartigen Schnitt, weil das gibt eigentlich nicht viel zu erzählen. Eingepackt ist das Ganze hier in so einer Pappschachtel. Die ist bei uns, die musste man bei uns so zusammenfalten. Dann haben wir einmal eine Täschchen aus Samt. Kommen wir gleich zurück oder drauf. Dann haben wir einmal noch eine Standardplatte, also einmal einen Standard-Optikschutz, einmal in gelbem Kunststoff. Dann einmal ein Reinigungstuch. Auch hier einmal Black Lion Gear eingraviert, wenn man das so erkennen kann. Ich hoffe mal, ja, geht so. Und dann noch einmal eine Karte mit Unterschrift vom lieben Marcel. Der ist eben Gründer und ja, vom Black Lion Gear und hat uns das Ganze einmal zur Verfügung gestellt. Und in diesem Samttäschchen befindet sich dann einmal das speziell oder anders geformte Glas für die optischen Visiere. So, jetzt werden sich sicherlich einige wundern und fragen, ja, wie kriege ich das Ganze denn von meiner Optik? Ja, das Set beinhaltet letztlich nur dieses Schutzschild oder die beiden Schutzschilde. Eine Befestigung, die müsst ihr dann quasi separat nochmal erwerben. Die gibt es jetzt nicht im Shop, die könnt ihr quasi an, ja, als Ersatz bzw. Upgrade dann hier raufpacken, diesen Schutz. Diese Dinge, diese Visierschütze, die gibt es schon für 6, 7 € zu kaufen. Und da könnt ihr dann eben hier mittels Festziehen dieser Linsenkopfschrauben einmal vorne das Schutzschild eben montieren. Gehen wir mal ganz kurz noch darauf ein. Ja, wie ist das geformt? Das kann man jetzt halt ein bisschen blöde sehen, weil ich jetzt hier keine dunkle Untergrundfläche habe. Aber wir legen uns einmal hier das bereit. So geht es, denke ich mal, besser. Und ihr seht hier schon, wir haben ja einmal, ja, was ist das letztendlich? Es ist so eine Art Trapez, was hier unten eckig ist, und hat dann hier halt noch so eine Lasergravierung. Ja, wie das Ganze jetzt funktionieren soll, muss ich ehrlicherweise sagen, keine Ahnung. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nur die Vermutung, dass durch dieses Eingravieren bestimmte Sollbruchstellen erzeugt werden oder das Ganze abgeleitet wird und dann eben nicht bricht. Ja, wir testen das natürlich alles, wie ihr jetzt im weiteren Verlauf nochmal sehen werdet. Und ja, wie ich das Ganze jetzt montiere, ist eigentlich relativ einfach. Ich habe hier diese 22 mm Aufnahme, habe dann hier diese Linsenkopfschrauben, die löse ich einmal an mit einem 2er Inbus Innensechskant, steckt dann einmal hier das Visierschutzschild ein und schraubt das dann wieder fest. Also mehr ist das eigentlich nicht, ja. Genau. Und das soll es eigentlich jetzt schon zum theoretischen Teil gewesen sein, denn wir springen jetzt über einmal zum praktischen Test. Wir werden da jetzt einmal gegenschießen und zwar entweder einmal mit der, ich denke mal mit der ICS, Sirius Badger, weil die hat 1,9 Joule auf, ja, 10 cm Entfernung und schauen uns das Ganze dann mal an, ob es mehr verspricht. Wir haben natürlich auch noch den Standardvisierschutz da und gucken natürlich da insbesondere, wie verhält sich eben dieser speziell geformte Visierschutz im Vergleich zu dem Standardschild. Gut, ich würde sagen, springen wir aufs Spielfeld und gucken uns einmal die Praxis an. Okay, Leute, verlieren wir jetzt abschließend noch ein paar Worte zum Sideguard bzw. zum Test des Black Lion Sideguards. Was ist nun, ja, zur Stabilität zu sagen? Ihr habt es ja nun eben deutlich gesehen. Hier habe ich 2 Schuss drauf gegeben, 1, 2, 3, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und das Ding ist sofort gesplittert. Also das Stück, Gott, wo war das? Hier irgendwo, ich glaube so ähnlich.
Ist ja jetzt auch egal. Die anderen Stücke habe ich gar nicht mehr gefunden. Also das Standardglas ist sofort zersplittert. Und hier haben wir im Gegensatz dazu einmal das Black Lion Gear Sight Guard. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Sight Guard im Vergleich zu dem anderen so gut abschneidet. Mal abgesehen davon, dass ich auch nicht gedacht hätte, dass wir hier bei 0,9 Joule, dass das hier schon splittert. Wir haben ja zuerst mit der ICS, mit der GBB raufgeschossen und danach mit dem SSG 10 vom Hengs. Und hier brauchte ich es ja gar nicht machen. Wie gesagt, zwei oder drei Schuss mit der SAR9 GBB 0,9 Joule. Und hier haben wir dann ungefähr, ich glaube, ich habe 20 Schuss mit der SAR9 draufgegeben. Da hat man nichts gesehen. Hier sieht man so ein paar Eindellungen. Und dann bei, ich glaube, dem zweiten oder dritten Schuss mit dem SSG 10 auf 2,1 Joule oder 2,2 Joule auf 10 cm Entfernung ging das da oben dann kaputt. Aber man muss auch ganz klar sagen, es ist ja nur hier oben kaputt gegangen. Sprich, wenn ihr euch das jetzt mal vorstellt, es wäre montiert, es wäre jetzt hier in der Mitte gar nicht kaputt gegangen. Ja, also das ist echt krass und wir machen das jetzt mal ab, weil was soll das? Aber ihr seht, ihr seht, das ist von der Fertigungsgüte her, es ist genau gleich dick, also gleiche Materialstärke und daher bin ich echt positiv überrascht. Das packen wir jetzt mal weg. Und ja, so ein richtiges Fazit möchte ich ja gar nicht abgeben, weil letztendlich, ja, so ein richtiges Review ist es ja auch nicht, es ist ja mehr eine Vorstellung. Aber ich denke mal, ihr habt doch gesehen, dass sich vielleicht der Kauf dieses Black Lion Gear Sideguards lohnt im Vergleich zu den günstigen Modellen, mal abgesehen auch davon, dass die vielleicht auch vom Design her ein bisschen cooler sind und halt nicht mehr diese, keine Ahnung, ovale Fläche haben, aussehen wie ein Doodle von Doodle Jump. Okay, gut, das wäre es soweit gewesen zu dieser kleinen kurzen Vorstellung des Black Lion Gear Sideguards. Ich werde mir das Ding auf jeden Fall raufpacken und wir werden auch demnächst nochmal ein so ein Ding verlosen auf Instagram. Also wenn ihr uns da noch nicht folgt, folgt uns auf jeden Fall, Team 030 Airsoft. Wir sind soweit raus, bis zum nächsten Mal und haut rein!